Ja, hallo. Hier bin ich wieder. Ich denke mal, wir fangen mal wie immer in der Kirche an. Und wir sind noch in der Heimatstadt. Ich werde jetzt den letzten Besuch abstatten, bevor ich dann in die nächste Welt gehe. So, Gingi, dem Herrn sei Dank, du lebst. Ich habe das seltsame Gefühl, dass etwas geschehen sei. Weswegen? Naja, ich hatte das Gefühl, du würdest hier, dass du von hier weggehen würdest. Ich bin ein Dummchen, es ist nichts, vergiss es. Was kann ich dir heute anbieten? Oh, die will nichts mehr, okay. So, Entschuldigung wegen meiner Stimme. Ich mag die nicht, weil ich momentan am Rande einer Erkältung stehe und dann hört sich meine Stimme irgendwie immer so ein bisschen an. Ja, also, Level 5 für die erste Welt ist okay, aber ich wage mich zu behaupten, dass ich für den zweiten Dungeon, denn hier wird es einen Dungeon gleich geben. Wir sind jetzt hier gleich in Tarika. Oh, und diese Moskitos hier, die sind auch sind neue Gegner. Hier kommen dann die Kreuzspinnen, die wir eben schon hatten, öfter vor. Fledermäuse kommen auch häufiger vor, auch in der freien Wildbahn. Wie man sieht, kriege ich dadurch schon wieder mehr Schaden. Ist ja normal. So, ja, war ich gerade, für den zweiten Dungeon Boss brauche ich, würde mal behaupten, Level 8. Ja, jetzt wird's gleich lustig. Achtung, Erdbeben. Hey. Ja, so, natürlich, die Erde bebt. Schönes Gefühl, denke ich mal. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Erstmal im Shop ausrüsten. Schauen wir mal, ob wir überhaupt genug Geld haben. Ich wage zu bezweifeln, dass immer erst ganz nach unten. So, Dolch. Dolch bringt am meisten. Das kann ich mir sogar noch leisten. Und Rüstung. Ja. Also, ich kann mir das Tablett noch leisten. Hol ich mir das Tablett. Ja. Tja, auf die Mütze muss ich verzichten, kriege ich halt kalte Ohren. Hier Übernachtung kostet hier was, ich weiß gar nicht, ein paar Münzen, 10 oder mehr. Zauberladen, da kann ich mir jetzt natürlich mit meinen 45 Münzen nicht viel leisten. Stark ist der Zauber, den ich als allererstes noch kaufen werde. Der lässt mich meine HP auffüllen. Ja, so. Wir können ja erstmal hier, ist ein Dungeon. Ja, das Erdbeben wird von einem, ja, wird erzeugt und es gibt auch Bewohner, die vermuten, da sieht man wieder Flüchten der Fledermäuse, dass ein Fisch das hervorbringt. So, und wegen dem Erdbeben ist die Brücke hier auch eingestürzt, das würde der mir hier sagen. Ich spare mir die Textstellen, da muss ich nicht so viel vorlesen. Ich laber ja so schon genug. So. Und die Bio-Blobs, genau. Es gibt die Blobs in allen Farben und Variationen. Ist ja schön. Fabrik. Ein Fabrikat. Eine Massenherstellung. Das Gute ist, der Rote macht mir absolut nichts. Der kann immer dabei sein, meinetwegen. Aber der bringt fast nichts an Erfahrung. So. Wir werden auch Gegnern begegnen, die mir jetzt nicht so gefallen, das sind, also was heißt nicht so gefallen, ach Mist, ich habe noch keinen Stark, Gegner, die mich ein bisschen ärgern, Adler, die halten 28 aus und bis zu einem bestimmten Level schafft man es tatsächlich nur den 27 zuzufügen, das ist dann so optimal, hier Schalter, Waffe, klar. So. Und Moskitos. Oder einer. Oh, das ist gut. Wenn es jetzt immer so läuft, perfekt. So, hier haben wir schon ein paar mehr Sachen als nur die kleine Höhle von eben. Ich lasse die Gegner hier mal aus, auch wenn ich das Training bitte nötig habe. Hier, einmal.
Mikrofon ja erstmal den Hadeskäfer. Besonders den Käfer, der so aussieht, ey. So, vielleicht gibt's schon das erste Rätsel. Merkt euch mal, welche Gegner ich in welcher Reihenfolge kaputt gemacht habe. Also erstmal kam dieser komische Hadeskäfer. So, ach, dann nehmen wir den Adler zuerst. Da, das sind Adler, die halten halt viel aus. 21 sogar nur, da sieht man's. Das heißt, ich brauche immer zwei Schläge und die hauen mir wahnsinnig viel weg, wie man sieht. Deswegen sollte ich jetzt auch gerade erstmal... Und in solchen Situationen ist es dann gut, wenn man schon stark, den Zauber stark hat. Ja, das hat es ja jetzt gebracht. Und noch ein Kraftwasser. Nee, dafür müssen wir wirklich, also für den müssen wir jetzt echt noch trainieren hier. Auf 15, ja danke. Ja, schön. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, toll. Aha, ich gehe glaube ich doch erstmal nochmal trainieren. 15 und 14. So, 16 hat mir noch keiner ausgemacht. Ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird, sonst muss ich gleich von vorne anfangen. Bin ich froh, dass ich immer zuerst ankomme bei den Adlern. Das wird sich später bei manchen Gegnern ändern. Später wird es auch Gegner geben, oder der Frosch, der da gerade lang lief, ja, der hat manchmal so eine Attacke, die heißt, Quark, wartet ab, das heißt, der tut dann nichts. Das ist äußerst taktisch. So, Babyfrosch. Ja, ich greife mich an den Babys, damit die nicht groß werden. So. Also, das heißt, oh, was haben wir denn hier? In der richtigen Reihenfolge abgeschossen, öffnen die Pfeile einen neuen Pfad. Zuerst hier, dann hier. Zack, und die Tür geht auf. Hey, vorher ging die übrigens nicht auf, auch wenn ich es nicht gezeigt habe. Ah, jetzt kommt eine schöne Waffe, glaube ich, ne? Ja, genau. Die Waffe ist, ja, die heißt Krabbeltöter, nicht umsonst, die hat sehr hohen Schaden gegenüber Krabbeltieren, wie wir jetzt hier gleich sehen werden. Da, zack. Und schon ist das Ding weg. Ha. Da sagt nochmal einer, das bringt nichts. Schön, ein Angriff weniger und schon habe ich gegen alle Viecher, die hier aufkreuzen, außer gegen Adler im Übrigen. Weil die sind ja keine Krabbelfiecher. Schon was? So. Und hier runter will ich. Oh ja, auffüllen. Sag es nicht, die Dinger kommen hier öfter vor. Das Speicherding ist woanders. Ich glaube mich sogar zu erinnern, wo ich das Ding schon mal gesehen habe. Noch Überraschungsangriff, na danke. Aber wir sind ja voll aufgeladen, deswegen ist das ja okay. Na, 53, ja, so muss es gehen. Komm, du bist doch auch Krabbelvieh. Ja. Ich liebe das. So. Der Bio-Blob. Ach komm, ich nehme auch noch mit. Oh, eine Motte. Die kann mir ja so viel ausrichten. Was? Falls das irgendeiner weiß, wenn das geguckt wird, dann sagt mir mal, warum da was steht. Das habe ich nie...